10. April und wir sitzen hier im Lido. Wir heißt meine Wenigkeit der Kalle und zusammen mit einem kurzhaarigen Basti mittlerweile. Und ja, das ist erst frontal, gleich erstmal meckern, ja. Warum hast du kurze Haare, Basti? Das Leben dazwischen gekrätscht. Und dann haben wir noch den Steff, der auch schon die ganze Zeit fröhlich grinst. Ja, ich habe mich über diese Haarfrage gefreut und freue mich auch, dass du mir sie nicht stellst. Ja, du hattest ja bei unserem ersten Interview, ihr war einer der ersten Interviews, die ich damals geführt habe, 2010, im alten Knarkclub, falls einer von euch die noch kennen sollten, der ja voraussichtlich wieder aufmachen soll. Basti, du müsstest den Knarkclub noch kennen, als Berliner, ne? Was war euer erster Berlin-Auftritt damals gewesen, mit der Säule noch vor der Bühne? Ja, ich wollte gerade fragen, wenn das der war mit der Säule, ja, wir hatten sogar Videoleinwände dabei, was etwas überambitioniert war für diesen Club, aber ich habe den Gig trotzdem in guter Erinnerung. Den Backstage habe ich in eher nicht so gute Erinnerung. Aber, ja. Mein Gott, man meckert auf hohem Niveau. Mittlerweile haben sich ja die Bühnen doch enorm. Wir haben uns immerhin jetzt in wie vielen Jahren? 6 Jahren ins Lido gearbeitet. Ihr habt zwischendurch ja schon im Huxleys gespielt. Ne? Only at the top. Ja. Hat sich über die letzten Jahre hat sich das ja hochgearbeitet. Ihr habt ja zig große Bühnen bespielt mit Gravedigger, Wacken, verschiedene andere Sachen. Und jetzt mit dem neuen Projekt, jetzt muss man euch ja nicht nur Fancanto nennen. Jetzt heißt es ja Fancanto Metal Vocal Musical. Wurden wir so auf aufmerksam gemacht. Ich möchte das auch bitte auch in den Reviews so schreiben. Ja. Wer hat das angeleiert? Du? Was, das darauf aufmerksam machen? Ja. Es ist ja ein bisschen was anderes. Also, es ist halt ein Konzeptalbum und es ist ein bisschen größer angedacht und dann, außerdem fanden wir diese Unterzeile so schmackig, dass man die auch, dass man die auch lesen will dann später. Ja. Es ist ja wirklich eines der bombastischsten Alben geworden. Also über die Jahre habt ihr euch ja extrem entwickelt, muss ich sagen. Wenn man jetzt das erste Album hört, das zweite Album hört und jetzt das mittlerweile 6. Album hört, was ja als Konzeptalbum jetzt diesmal ist, ist das wirklich eine riesen Steigerung. Wie habt ihr die letzten Jahre vernommen für euch selber in der Entwicklung? Mit welchem Album waren wir denn im Knark 2010? Das war dann die Hero, oder? Tribe of Force. Tribe of Force. Okay. Da warst du noch mit den Legends sogar noch im Vorprogramm. Ja, ist viel passiert seitdem. Ja. Ich habe die Frage leider vergessen, die du gestellt hast, wie wir die letzten 6 Jahre erlebt haben. Ja, selbst die Entwicklung so von euch selbst. Das ist groß, also ich glaube, der Grundtenor, das Schöne an der Band ist, dass keine jetzt übermäßige Erwartungen hat und dass wir immer wieder überrascht werden von dem, was so passiert, weil wir diese Band einfach gerne machen. Ich glaube, wir sind einfach alle gerne drin und jetzt sind wir auf Tour und haben ein unglaubliches Projekt. Seit jetzt binnen eines Jahres sitzen wir da so ungefähr dran. Soll ich anfangen oder soll ich erzählen? Ich meine, das ist ein also ich weiß, wenn du redest, dann gebe ich dir das Mikro mal selber in die Hand. Ich weiß, wenn du redest, dann redest du nämlich. Genau. War das jetzt gut? Das war jetzt positiv, ja. Ah, okay. Ich werde hier gedisst. Ja, wir haben jetzt ein Konzeptalbum zum ersten Mal mit Fancanto auf die Beine gestellt. Das heißt, wir haben einen Autor an Bord, der neben dem Album ein Buch geschrieben hat, Feuerstimmen, den Christoph Hadebusch, keinen geringeren. Und in gemeinsamer Zusammenarbeit hat er an einer Story gearbeitet, die er auch noch zu Beginn mit Sly gemeinsam ausgearbeitet hat, um so die Rahmenhandlung zu gestalten. Und wir haben uns dann, also vornehmlich Steff und ich, haben uns hingesetzt und haben versucht, das große Stück und das gute Werk irgendwie zu vermusizieren. Und das war ehrlich das, was wir in den letzten halben Jahr so gemacht haben. Steff, mir weniger. Ein Jahr, halbes Jahr? Ja, genau. Also gefühlt. Für mich gefühlt seit 2 Jahren nichts anderes, aber... Ja, der Steff hat es noch gemanagt und produziert, deswegen ist er nur der halbe Steff, aber wir haben eine Menge, es sind halt auch unglaubliche Leute und Chöre mit drauf auf der Platte, es ist knallbunt und neben diesem, also es gibt, um es mal kurz zu fassen, es gibt ein Buch, Feuerstimmen, es gibt die Platte, es gibt ein Hörbuch dazu, für das Hörbuch haben wir auch noch an verschiedenen Stellen, wo es eben zur Musik kommt, Balladen geschrieben auf Deutsch, gibt es uns auch mal Fancanto auf Deutsch zu hören. Und das Ganze auch noch auf Vinyl, was auch toll ist. Ja. Hab ich was vergessen? Ja, das Mini-Earbook mit Illustrationen von unserem brasilianischen Freund Osmar, der auch hier ist. Also heute haben wir hier in Berlin heute zum ersten Mal die komplette kreative Mannschaft von Voices of Fire am Start. Ja, also... Stimmt, alle da. Ja, genau. Das heißt, musst du wieder kommen in der Kamera. Kriegst du alle. Es ist schon irgendwie mehr als so ein Album und wir merken auch, dass es gar nicht so leicht zu erklären ist, sondern dass wir das immer wieder tun müssen. Aber das ist auch okay, weil ein Ziel von dem Ganzen war auch wirklich, sich mal künstlerisch auszutoben und das zu machen, was wir jetzt halt gerade Bock hatten. Mhm. Gibt bestimmt auch die ein oder andere Plattenfirma oder den ein oder anderen Fan, der sich auch freut, wenn wir einfach nur ein Album aufnehmen mit 7 neuen Covern, aber... Wir schreiben halt auch sehr gerne Lieder und es ist uns auch gut gelungen, finde ich. Ich persönlich muss sagen, ich finde das neue Album eines der stärksten, die ihr je gemacht habt. Die anderen Alben natürlich, klar, deswegen sage ich ja, die Entwicklung, die ihr über die Jahre gemacht habt, jetzt dieses Konzept, das ist wirklich was auf euch zugeschnitten ist, weil es hier wirklich nicht gecovert, sondern es hat ein Konzept dahinter und das finde ich einfach grandios, episch, bombastisch. Habt ihr wahrscheinlich in dem Review, was ihr geschrieben habt, auch schon gelesen. Das ist einfach phänomenal geworden. Habt ihr mittlerweile eigentlich die Frage mal klären können, ist das Buch zu der Musik entstanden oder ist die Musik zum Buch entstanden?
Nee, ist ja auch so, wie Basti eben erzählt hat, es ist wirklich Hand in Hand passiert. Also Sly hatte die ersten Ideen noch, bevor wir irgendwas gemacht haben. Und dann, ich meine, es war schon so, wir haben geschrieben wie vor 20 Jahren in unserer ersten Band, Jesus Funeral, also im Proberaum mit Gitarre bewaffnet. Und natürlich haben wir auch Teile geschrieben, wo wir einfach nur die Teile geil fanden und dann später gedacht haben, das könnte ja gut dazu passen. Aber es gab auch wirklich die Momente, wo wir uns, wo Christoph uns ein paar geschriebene Absätze geschickt hat und wir dazu komponiert haben. Und es gab auch Demos von uns, die wir Christoph geschickt haben und gesagt haben, hier, dazu wird eine Schlachtszene passen. Und dann hat er sich's angehört und dazu geschrieben. Also es war wirklich parallel. Ja, ich glaube, also diese gemeinsame Zusammenarbeit hat sich dann vor allem auch auf die Lyrics bezogen, die, ja. Und die Gesangssätze, wenn jetzt Sly und Inga zum Beispiel als Aidan und Elena, die Helden in dieser Geschichte, eine gemeinsame Passage haben, in der sie dann auch gemeinsam singen. So, aber grundsätzlich sind die Songs schon zum ersten Mal oder seit langem mal wieder so entstanden, wie wir am Anfang Musik gemacht haben, nämlich in einem Proberaum mit einer Klampfe und Drums und einem Kasten Bier. Der ist Mythos, aber der stand da bestimmt irgendwo. Der stand auf jeden Fall. Und haben wir Mucke gemacht. Das war eigentlich großartig. Also erst Musik zu machen, auf die wir beide Bock haben, und das Ganze dann auch noch in Zusammenarbeit mit einem, ja, mit so einem kreativen Zusatz, dass man sich mit einem Auto auseinandersetzt und das jetzt versucht, konzeptionell in eine CD zu bringen. Hat Spaß gemacht. War kurzweilig. Ja. Ihr habt ja auch nicht nur jetzt mit dem Autor und dem Grafiker einen riesen Bombast dahinter, ihr habt ja auch mit dem Orchester gearbeitet, mit dem Chor besser gesagt, ne? London, die jetzt unter anderem bei Herr der Ringe mitgemacht haben. Ihr habt auch Gimli als Sprecher mit dabei, wo ich ehrlich gesagt erst gedacht habe, als ich das erste Mal die Platte gehört habe, dachte ich erst, es ist der Sprecher, der damals die Manowar-Platten eingesprochen hat. Der klang nämlich so identisch und dachte ich mir so, okay, warte mal. Dann hatte ich ja auch schon mehrere. Also die hatten ja auf den 80er-Alben irgendwie Orson Welles und dann später halt Christopher Lee, den wir auch gefragt hatten, Gott hab ihn selig. Aber John Rhys Davies ist natürlich durch seinen Fantasy-Bezug, dann durch seinen supergeilen Akzent und halt auch, er hat auch halt einen Bezug zur Stimme. Also er hat ja bei Herr der Ringe auch den Baumbart gesprochen. Also er hat halt irgendwie auch Lust, seine Stimme in Richtungen zu drehen. Ja. Und wenn du dann ein Album Voices of Fire nennst, dann soll auch eine Stimme aus sich raus schon irgendwie einen Charakter haben. Und das, ja. Also es ist halt geil, mit so einem Typen was zu machen. Glaube ich. Ihr seid ja wieder gerade so Fantasy-Bezug. Wie viel Fantasy steckt in euch selber? Es geht eigentlich, glaube ich. Also es ist so ein bisschen wie, Vancanto ist ja auch so ein Schmelztiegel von persönlichen Geschmäckern jetzt in der Band. Das hat es ja auch schon, weiß ja jetzt auch jeder, dass wir jetzt nicht nur die Bands hören, die wir covern, sondern einen viel breiteren Musikgeschmack haben. Und ich denke mal, wenn du sowas machst wie Metal a Cappella singen, musst du auch halbwegs open-minded sein gegenüber anderen Sachen, sonst brauchst du es ja auch nicht von den Leuten einfordern, die es hören sollen. Und bei der Fantasy ist es ähnlich. Also ich habe in meinem ganzen Leben sowieso wahrscheinlich nur 10 Bücher gelesen und die waren dann auch vor allem Fantasy-Bücher. Aber wenn jetzt Basti könnte, hat schon ein bisschen etwas größere Bandbreite an Literaturinteresse. Und vielleicht ist es so, dass mich bei der Fantasy dann genauso trifft, wie sich alle irgendwie bei Metallica und Iron Maiden irgendwann wiederfinden. Es passt halt auch einfach zu der Musik, wenn du so ein bisschen epischer werden willst und auch so Soundtrack-mäßig denkst, ist es halt einfacher, als wenn du jetzt einen Ruhrpott-Krimi vertonst, ja. Also das ist. Das war ja die zweite Idee. Wo uns ein Tatort verfilmen oder was? Also von Musik hier ziehen, ja. Aber bei Basti ist es, glaube ich, so, du hast ja den Bezug zu Fantasy, weil du ja schon an so vielen Orten der Welt gewesen bist, so viele Orte mit mystischem Hintergrund gesehen hast, oder? Kommt das da vielleicht auch so ein bisschen her? Warst du schon im Mittelerde? Ja, genau, war. Ist auch eine schöne Frage. Muss ich leider etwas entromantisieren. Ich habe, glaube ich, den geringsten Bezug zu diesem ganzen Fantasy-Kram. Das ist natürlich sehr gemein, das immer so zu formulieren. Aber was ist einfach das Schöne an Fantasy ist halt, dass es keine Grenzen hat. Ja. Und so im reinen kompositorischen und im Bombast. Also den Bombast, den kann man dir immer zugestehen, aber du kannst halt auch leichte Töne finden. Und das ist mir 10-mal lieber als in irgendeiner anderen Musikrichtung, in einem Genre, die, glaube ich, schon ein bisschen mehr regelbasiert ist, als das, wo wir uns gerade bewegen. Außerdem, ich weiß nicht, ist doch egal. Okay, dann ist es Fantasy. Aber wir haben halt mit den Metro Voices gearbeitet und das ist der Hammer. Und Metro Voices haben jetzt nicht nur bei Herr der Ringe gesungen, die haben auch schon bei James Bond gesungen. Und da kommt, glaube ich, kein Hobbit vor. Also das funktioniert in beiden Fällen. Es war auch gar nicht so, dass das jetzt so wichtig war, dass es unbedingt ein Fantasy-Ding werden muss, sondern die ersten Ideen vom Sly waren halt so. Da waren 8 schwimmende Königreiche und irgendwelche Drachen und so. Und dann bist du halt eher in einer Fantasiewelt, als dass du probierst, das Ganze nach Duisburg-Rheinhausen zu verlegen. Ja, und du fragst dich, wo der Kasten Bier geblieben ist, wenn Sly so die Ideen kommen. Ja, gut, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Das blenden wir hier aus. Cut.
Wenn du jetzt aber so eine Fantasy-Sachen hast, so eine Fantasy-Themen, der Christoph Hadebusch ist ja nun ein bekannter Autor auch. Wie seid ihr dann ausgerechnet auf ihn gekommen oder ist er auf euch zugekommen? Wie war denn da der Bezug eigentlich, dass ihr den mit ins Boot geholt habt oder wie gesagt die Kooperation stattgefunden hat? Also wir hatten tatsächlich erstmal gedacht, ob wir es vielleicht komplett selbst machen, also ob Sly auch den Roman schreibt, aber ich sag mal so auf dem Niveau, wo wir uns jetzt selbst sehen, was wir jetzt inzwischen Songwriting-mäßig und produktionsmäßig so drauf haben, war es dann einfach ein ehrliches Eingeständnis, dass man natürlich mit einem Erstlingsroman wahrscheinlich nicht dieses Niveau erreicht. Ja, und das war dann, kam dann, glaube ich, also vor allem... Die Möglichkeit hält er offen fürs Zweite, hörst du? Ja, jetzt haben wir ja gelernt. Aber ich sitze schon zu Hause. Und ja, ich nicht, wenn, dann macht das leid. Aber nee, ich habe dann tatsächlich einfach in meinen Bücherschrank geguckt, genauso wie wir damals unsere Produzenten ausgesucht haben. Und habe Christoph angeschrieben und habe, glaube ich, hoffentlich eine freundliche Mail geschrieben, wo ich Vankanto vorgestellt habe. Und es hat irgendwie nur eine halbe Stunde gedauert, da war schon die Antwort, ja, Vankanto kenne ich, finde ich super, können wir machen. Und zwei Wochen später saßen wir zum ersten Mal zusammen. Also es war sehr easy. Okay. Ja, weil die meisten, zum Beispiel Manowar, haben sie damals mal versucht mit Wolfgang Holbein, das ist ja ins Leere gelaufen. Ja, ist ja jemals was draus geworden? Nee, ne? Absolut nicht, das ist ins Leere gelaufen, dann ging da gar nichts mehr. Die wollten ja ein Buch machen, die wollten Videospiel dazu machen und wie was und einen Film dazu und es ist halt nichts passiert. Die Sehnsucht zur Weltherrschaft dann in dem einen Produkt und noch irgendwie eine Welt schaffen. Und so ein Brettspiel wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja, das Schlimme ist, sie hätten ja die Kohle gehabt, um es zu machen. Also von daher, wir mussten uns ja doch noch ein bisschen, ich meine, wir haben auch viel Budget verbraten, aber trotzdem sind wir natürlich immer noch darauf angewiesen, dass auch Leute mitmachen, die sagen, jetzt machen sie es halt mal für ein bisschen weniger. Also John Rhys Davies jetzt die Gage zu bezahlen, die er bei einer Produktion in Hollywood kriegt, das ist natürlich utopisch. Also wenn die es dann nicht geil finden, die Leute, machen sie auch nicht mit. Aber das ist ja auch wieder andersrum eine Bestätigung, dass man irgendwie eine gute Idee am Start hat, wenn so Leute sich dann dafür interessieren. Und ist denn die Idee dann wirklich, dass ihr dann halt dieses Außergewöhnliche habt, dass ihr halt dieses A Cappella-Sache macht? Ja, klar. Das ist immer der Türöffner so. Also John Rhys Davies ist zum Beispiel auch so einer, der sagt eigentlich, dieses Fantasy-Zeug, eigentlich kann ich damit gar nichts anfangen. So, ja? Und ich meine, er spielt dann irgendwie jetzt bei Shannara und vorher ist er halt Gimli, also ist voll in der Fantasy irgendwie verhaftet. Aber der ist auch so, dass er sagt, er macht halt das, er kann so viel machen und er kann sich das eigentlich aussuchen, wenn er dann halt was richtig geil findet. Und da war auch das A Cappella-Gedöns der Türöffner, das ist schon so. Also dem hat es auch echt gefallen. So, ja. Also der war richtig. Ich glaube, die haben das alle in London, wir haben sowohl den Chor als auch ihn dort aufgenommen. Die haben das am Anfang alle gar nicht so richtig begriffen, was wir da eigentlich machen. Aber oh, Freaks! Und die Lyrics, schau mal hier. Aber als du dann zum zweiten Mal dahin bist, glaube ich, haben sie schon mal nachgefragt, was macht ihr da eigentlich Krankes? Das ist ja unglaublich. So, und auch die gesungenen Gitarren zum Beispiel, also als sie den Chor aufgenommen haben, da haben sie nur Ausschnitte gehört und du hast richtig gemerkt, wie sie. Was ist denn da? Was kommt denn da noch? Aber wir hatten so Zeitstress, dass wir, ja, okay, nächster Teil. Ja. In der Partitur da rumgesprungen sind und im Nachhinein hörst du dann, ja, dieses Riesenwerk. Das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, allen Beteiligten. Ja. Du hast ja auch dirigiert in dem Moment dann, ne? Ja, an dem Moment kann ich mich nicht mehr so erinnern. Wir sind da beide mit vollen Hosen durch London gelaufen, weil das waren halt die Angel Studios. Also dann nimmt Hans Zimmer hat unten drunter seinen neuen Soundtrack aufgenommen. Das war dann schon eine andere Liga. Und der Chor ist dann auch eher auf Perfektion getrimmt. Also da ist nicht mit, so als immer dreimal, dann könnt ihr das, die können es halt gleich. Die lesen die Partitur, wie wir ein Buch lesen. Und aber wir haben da, glaube ich, schnell reingefunden. Und wir sind in dem Moment mit der Herausforderung sehr gewachsen, ja. Ja, er macht sich jetzt auch kleiner, als er ist. Also die Rückmeldung vom Chor war auch, dass sie das Dirigieren sehr gut fanden, weil es halt sehr, er ist halt ein Drummer, ja, und er ist rhythmisch, kann man ihm dann nichts vormachen. Und ich glaube, diese Zackigkeit hat ihnen gefallen, weil es war jetzt nicht so der Maestro, der denkt, oh, ich muss bei dieser Nuance nochmal so, hier, jetzt zack, zack, zack. Und ich meine, er ist extrem zackig geworden, der Chor, finde ich. Das hatten wir auch ein bisschen Angst vor, wenn dann da zig Leute irgendwas gleichzeitig singen, dass das dann vielleicht alles verwässert und am Ende muss es ganz leise machen. Aber die klingen ja echt wie ein Mann und das ist, also hat er schon gut gemacht. Danach war er sofort krank. Noch am selben Tag, die Körperreserven komplett leer gezerrt und auf dem Hotelzimmerbett zusammengebrochen. Es war herrlich. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Du kannst jetzt da ungefähr heraushören, wie es meiner Band geht, wenn sie vor meinem Schlagzeug steht. Ja. Zack, 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 zack. Richtig viel du kannst also im Endeffekt jetzt nicht mehr rumlungern, du musst immer gleich auf den Punkt liefern, ne? Ja, also wir hatten tatsächlich das Glück, um mal da noch kurz auszuholen, wir waren ja vorher in Australien und haben dort, was war das, einen Workshop gegeben für 30 Irre, die mal... 80. 80, stimmt, Gott. 80, einen Wochenworkshop, bevor wir dann mit denen gemeinsam ein Konzert gegeben haben. Die wollten auch mal so ein bisschen reinschnuppern in die Metal-A-Cappella-Welt. Genau, es waren echte, und das waren
Das wollte ich schon sagen, das waren Profis. Die Metro Voice sind natürlich auch Profis. Aber da sind wir auch ein bisschen reingestolpert, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, wir wollten ein bisschen Urlaub auf Tasmanien machen, aber das war dann, Stefan und ich sind jeden Morgen im Köfferchen, wie so die Beamten. Also, um 8 Uhr ging es dann zum Workshop. Und da mussten wir lernen, uns mit denen auseinanderzusetzen. Am ersten Tag hatten wir uns noch Hilfe angeboten. Aber am letzten Tag, muss ich sagen, fanden es alle richtig geil, zumal wir auch dann ein gemeinsames Konzert mit verschiedenen Workshops dann hatten, also wo andere Chöre auch in anderen Workshops waren. Ich glaube, die haben mit einem tränenden Auge geguckt, was wir da so gemacht haben. Und es war ein tolles Zusammenspiel nochmal mit der Band, wo wir auch ganz anders miteinander interagieren mussten. Nicht in unseren klassischen Rollen, sondern wir mussten halt irgendwie in einem Chor erklären, was wir da machen. Und da hat es sehr geholfen, das als Voraussetzung für die Metro Voices. So. Aber geht ja schon der Soundcheck los. Die Supportbands auf der Tour, wie habt ihr euch die eigentlich ausgesucht? Also die Grail Knights, es ist wieder so das Konzept wie bei der letzten Tour, dass wir einen Support-Act haben, der die ganze Zeit dabei ist. Das sind diesmal die Grail Knights. Und dann halt für jeden Tourblock noch einen zusätzlichen Support. Hier in Berlin sind es heute Sinbreed und halt die Grail Knights. Und es ist ein Fest. Also wir feiern es. Es ist die geborene Mancanto Support Band, weil die machen die Leute unfassbar heiß. Die haben Spaß dran und es ist einfach... Gut, und unser Basser hat gesagt, das Tolle an den Grail Knights ist, wenn die vor uns gespielt haben, dann sind wir nicht die albernste Band. Fand ich eigentlich auch ganz gutes Konzept, ja. Hast du die mal gesehen? Die Grail Knights habe ich schon mal gesehen. Ich habe sie auch schon interviewt auf dem Rockharts 2012, glaube ich, 13, glaube ich, war das gewesen. Super sympathische Jungs, ja. Und eine super geniale Show mit dem ganzen Figuren und allem drum und dran. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Könnt ihr euch mal geben, wenn ihr die Chance habt, Van Kanto auf der Tour zu sehen. Wie habt ihr euch das jetzt auf der Tour ausgedacht eigentlich? Weil das Konzeptalbum ist ja so von A bis Z, man muss es durchhören, man kann nicht einfach zwischendurch einschalten. Man muss ja die Story verstehen. Macht ihr das auf der Tour jetzt genauso oder switcht ihr da doch umher? Lass dich überraschen. Nee, also wir fangen jetzt nicht die Show an mit dem letzten Song des Albums und machen danach den ersten, so ein bisschen Reihenfolge ist schon da, aber uns ist auch klar, dass wir sind auf Tour als Rock- und Metal-Band und machen eine Metal-Show und wollen, dass die Leute abgehen und Spaß haben und wir überfrachten sie jetzt nicht mit einem 500-Seiten-Konzept, sondern wir brechen es auf das runter, was man verstehen muss, damit man quasi den Stimmungen der Songs folgen kann. Und die zweite Set-Hälfte, da lassen wir es dann ja auch nochmal krachen aus dem Besten von 10 Jahren, Mancanto. Also einen schönen Kings of Metal. Vielleicht, ich weiß es nicht. Lass mich auf jeden Fall überraschen. Ihr Fans da draußen habt es ja geschafft, ihr habt ja schon einige der Konzerte ausverkauft gemacht. Da könnt ihr natürlich riesig stolz drauf sein. Berlin war letztes Jahr ja, oder letztes Mal, wo ihr hier wart, ja auch schon relativ voll. Ja. Hoffen wir, dass es heute genauso wird. Die Resonanz auf das Album, wie ist die jetzt mittlerweile geworden bisher? Ist ja schon eine Weilchen draußen. Ja, sehr gut. Also ich würde sagen, was man auf jeden Fall merkt, dass es anerkannt wird, ist halt dieser Schritt zum, wir machen mal etwas komplett selbst, also sowohl dieses eigene Komponieren als halt auch dieses Konzept bedenken. Aber es ist natürlich auch so, dass es ein Album ist, was ein bisschen Zeit braucht zum Wachsen. Das ist nicht so ein Ding, was du einlegst und dann verstehst du es in seiner Gesamtheit, weil es gibt halt auch noch einen Roman dazu, den musst du nicht dazu lesen, aber es hilft natürlich. Also ich habe das Gefühl jetzt auch während der Tour, je länger die Tour dauert, desto mehr merkt man auch, dass die Leute in dem Album richtig drin sind. Das wäre vielleicht das Einzige, was wir das nächste Mal ein bisschen anders machen würden, dass wir uns zwischen Album und Tour noch einfach 1-2 Wochen mehr Zeit lassen. Aber es war jetzt halt auch so, mit der Buchmesse hat das ja alles angefangen, das hat schon irgendwie gepasst. Aber also ich finde die Resonanzen sehr gut und für mich ist auch echt am wichtigsten, dass ich die Platte geil finde. So für mich jetzt ganz persönlich. Du hast sie ja auch größtenteils produziert, also von daher. Ja, auch so dieses gemeinsame Komponieren und so und auch. Also das ist einfach wichtig. Es gibt auch mal einzelne Songs, dann ist die Platte draußen und dann hörst du dir den Song an und denkst, ja, wahrscheinlich spielen wir nicht so oft live. Und bei der Platte ist jetzt aber echt kein Song, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jetzt weiter skippen oder so. Es ist echt alles sehr gut. Und warum hast du jetzt gerade bei Buchmesse so schön reagiert? Das ist so ein Punkt, den du eingangs gefragt hast, was ist in den letzten 6 Jahren passiert? Wir haben die Tour einfach auf einer Buchmesse gestartet. Wie absurd ist das? Aber es hat trotzdem Sinn gemacht in dem Kontext. Und es war auch schön, weil wir haben da halt eben gemeinsam mit Christoph, hat ein bisschen aus dem Buch gelesen und wir haben dann 1-2 Badenlieder zum Besten gegeben. Und dann haben wir Autogramme gegeben. Das kannten, glaube ich, diese Leseratten da nicht so richtig, aber war schön. Schön war noch der Typ, der diesen Stand organisiert hat mit der Lesung. Der hat gesagt, ja und jetzt geben Mancanto noch eine Autogrammstunde. Naja, also Stunde wird es ja wohl kaum dauern. Dann war die Schlange aber doch wieder sehr lang. Und ich glaube, 3/4 Stunde waren wir doch beschäftigt. Dann, so, dann haben wir uns die Süßigkeiten weggenommen und jetzt geht mal weg. Aber abends sind wir dann noch in Hellraiser, in einem normalen Club und haben dann noch unsere normale Show gespielt, um wieder auf erträgliches Niveau runterzukommen. Das war sehr gut. Also meinst du, dann wärst du jetzt sonst, wenn er jetzt nicht im Hellraiser gespielt hättest, wärst du in einem Anzug dann aufgetreten nächsten Tag? Das nicht, aber es ist irgendwie... Hätten wir die Buchmesse zerlegen müssen, das wäre unangenehm, pressetechnisch. Ja, so. Es ist schon besser, denn
wenn man sich als Band sieht, die mal auf einer Buchmesse ist, als dass es umgekehrt wäre. Ich fühle mich jetzt hier in dieser Welt doch etwas wohler. Ja, glaube ich dir auch gerne. Seitdem der Christoph bei uns in der WhatsApp-Gruppe ist, geht es literarischer zu als vorher. Bemüht sich jeder so um Rechtschreibung und so, ist sehr schön. Ich probiere es manchmal mit einem Pillermann zu aufzulockern, aber es klappt nicht so ganz. Also ich finde es super, aber sonst... Moment. Pillermann. Entschuldigung. Jetzt macht der ja noch das Mikro kaputt. Ja. Sorry. Wenn du auf der Buchmesse nicht randalierst, randalierst du dich hier. Ja, genau. Jetzt haben wir jetzt mal richtig gerade. Na super. Die Tour geht dann noch ein bisschen weiter, dann kommen ja die Festivals und alles noch, alles drum und dran. Und wie sehen dann die Pläne dann für die nächsten Jahre dann aus? Also die nächsten 6 Jahre mal gleich mal vorausgegriffen. 6 Jahre, okay, dann können wir mal gucken. Greifen wir gleich mal nach. Überhaupt noch in 6 Jahren. Willst du das wirklich jetzt hier? Ja, mich gibt es auf jeden Fall in 6 Jahren noch. Außer du kommst mal vorbei. Also in 6 Jahren haben wir auf jeden Fall einen Soundtrack zu einem Hollywood-Blockbuster noch geschrieben. Und ist das ein Traum von dir mal? Ja, auf jeden Fall. Und noch dieses komische Ding, wie heißt es, Bibel, haben wir da noch ersetzt. Aber mehr hätte ich jetzt eigentlich nicht vor. Jetzt wissen wir zumindest, an welchem Buch er gerade schreibt. Ach, dieses Versmaß. Eine Metal-Bibel gibt es doch schon, muss er nur Dino vertonen. Ja, nee, ach, ich weiß nicht, wir haben ja nie so den richtigen Masterplan. Jetzt sind wir erstmal auf Tour. Was und nächste würdest du uns empfehlen? Ja. Was würdest du uns an musikalischen Empfehlungen? Bleibt in dem Konzeptbereich, würde ich jetzt fast sagen. Das heißt, für dieses Ding eine zweite oder was ganz anderes? Sollen wir Queen vertonen? Fortsetzung von dem, würde ich fast sagen. Weil das einfach, wie gesagt, ist bombastisch einfach. Dieses von A bis Z, das haut irgendwo hin. Ne? Es greift ineinander über. Man hat jetzt nicht, ich meine, auch Deutsch singen, finde ich auch ganz gut. Hast du die Baden-Lieder gehört? Ne? Hast du die Baden-Lieder gehört? Die Baden-Lieder habe ich noch nicht gehört. Du musst dir das Hörbuch anhören und da sind die dann als extra CD noch dabei. Ja, ich weiß auch nicht. Also wir hatten noch nie so einen riesen Masterplan und... Solange der Plan ist, dass wir mit dieser Band weitermachen und hoffentlich irgendwann alle Kontinente bereist haben, ist ja eigentlich alles okay. Hatten wir ja noch genug vor. Jetzt waren wir in Australien, in Südamerika waren wir schon. Jetzt könnten wir mal nach Nordamerika und Asien würde ich auch mal mitnehmen. In Japan, glaube ich, da wird da großen Andrang bekommen, denke ich mal. Ne? Das sagen immer alle, aber das ist nicht mehr so. Also mit so okay. für die ist das, was wir machen, so unfassbar altmodisch sozusagen, weil es ja so Metal ist. Ach so. Und wenn du jetzt ja so J-Pop oder sowas anhörst, dann sind wir halt einfach echt, gehören wir eher zu der Generation vorher, auch wenn wir noch gar nicht so alt sind. Dann müsstet ihr euch ja Support von Baby Metal einmieten. Zum Beispiel, ja. Aber was tatsächlich viel besser gehen würde, wäre tatsächlich China. Also die sind jetzt eher so auf dem Trip, so Symphonic Metal und... Also das wäre wirklich ein Traum, auf dem MIDI-Festival, das ist quasi, ja, vielleicht so ein bisschen Wacken-mäßig oder so Rock am Ring in Peking, da nochmal mit Vankanto zu spielen. Es gibt immer wieder Anfragen, aber das ist nicht immer so einfach, darüber zu kommen. Und irgendwie würde ich es auch wirklich gerne machen, dann in einer Weise, wo es sich dann auch für die Leute vor Ort lohnt, das Ticket zu kaufen, nicht für irgendwelche komischen Internationalen, die dann da leben und die einzigen sind, die sich das Ticket dann leisten können, weil der Gesamtaufwand so teuer ist. Also ja, dann auch wirklich ein Festival von denselben Leuten, ja, wie das in Europa spielen würdest. Das habe ich schon erlebt, das war doof. Also, wie wär's denn mal mit so einem Festival rein mit A Cappella-Bands? Also wie Monsters of Liedermaching oder beziehungsweise auch noch, wie heißen sie, Wise Guys und so Sachen? Also haben wir jetzt tatsächlich im letzten Jahr mal auch mal so ein bisschen probiert auf so Vokalsachen. Aber ich sag mal, wir sind sowieso die Exoten. Selbst auf sowas wie im Wacken sind wir immer noch so ein bisschen exotisch. Da ist es, glaube ich, für uns doch auf Dauer einfacher in dem Metal-Bereich zu spielen. Die Festivals sind auch irgendwie cooler als so A Cappella-Festivals. Aber wir haben es jetzt 2-3 Mal probiert und es war auch okay, aber jetzt nicht, dass das unser Hauptaugenmerk jetzt bekommt auf einmal. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, entlasse ich euch erstmal wieder in den Backstage. Danke euch für die Zeit. Kalle, vielen Dank dir. Großartig. Schönes Interview so. Guter so. Mann. Ja, echt. Ich hab einfach mal nach über 2,5 Monaten mal wieder ein Interview geführt vor Kamera. Das ist ein gewisser Durst, ja, war zu spüren. Ja, das war dann doch schon, ne? Man hat überlegt, so macht man erstmal so eine A Cappella Metal Schule mit euch oder macht man mit euch erstmal so ein normales Interview zur Tour, weil ich wollte auch ein paar Sachen zu diesem Album halt wissen, ja. Ne? Was ich ja normalerweise nicht gerne mache, so eine Frage, weil ihr macht ja so eine Interviews zum Album immer so im Vorfeld schon massenhaft und ähnliches und da finde ich jetzt immer so, immer das Gleiche zu hören, ist auch doof. Ja? Oh, echt. War gut gemacht. Aber komm, wir können ja mal zum Abschluss mal so eine Metal Schule, so eine A Cappella Metal Schule machen, was ihr mir so beibringen könntet, wo ihr sagt, ich muss sagen, dann bist du hier gerade am falschen Ort, weil unser Basser, der Jan, der gibt gerade einen A Cappella Metal Workshop. Ich weiß gar nicht wo, aber jetzt zu dieser letzten Stunde. Jetzt Moment, ne? Genau, irgendwie 20, 30 Leute geladen. Die kommen da noch zur Show und der hat ja noch Stimmgewalt. Das sollte auch mal auschecken. Und der erklärt gerade, wie man irgendwie mit der Stimme über so 1,5 Stunden durchhält. Ja, wenn du mich hier husten hörst, dann bin ich der Falsche, der dir das heute beibringt. Ja, dich hatte ich ja letztes Mal 2010 ja schon gefragt, wie das mit den Gitarren machst, mit dem Pedal und alles drum und dran. Ja, inzwischen ist ja anders. Ich muss jetzt ja gar nichts mehr machen, weil das alles unser Mann an den Knöpfen drückt. Das heißt, der macht mir jetzt sogar noch den Verzerrer an und aus. Also nehmen wir mit, in den letzten 6 Jahren ist der Steff zu faul geworden, selber die Pedals zu drücken. Ja,
ertrage auch nichts mehr. Es ist einfach, es ist ein Höllenjob. Ach man, Steff, ey. Ja. Du lernst es aber auch nie. Nein, es ist schlimm. Das ist schlimm. Obwohl, eigentlich hast du ja gelernt, ne? Du hast es ja gelernt, selber nicht mehr zu machen zu müssen. Ja, ich würde es auch so sehen. Ja. Sehr philosophisch, ey. Frag uns in 6 Jahren nochmal. Machen wir. Dann sehen wir uns in 6 Jahren wieder mit Van Kanto, obwohl, so lange möchte ich nicht auf euch warten wollen. Dann machen wir es jetzt alle. Ach, ist doch egal. Wir sehen uns. Genau. Und tschüss. Ciao.